ein riesengroßes Fahrzeug. Hier hinten ist die Jenny. Ja, ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, du bist kaum zu erkennen, denn das Fahrzeug hat zwei Slide-Outs. Es ist auf Gigaspace Actros. Es kommt von Dembel, eine neue ungarische Marke, die absolutes Hightech bietet. Und das schauen wir uns gleich mal an, zusammen mit Peter Feige. Grüß dich, Peter. Hallo, grüß dich, Sven, recht herzlich. Ja, du bist hier Vertriebsleiter, machst das Ganze wirklich mit großer Leidenschaft und bist Profi im Bereich Wohnmobile. Das hier ist schon wirklich First Class, oder? Ja, das ist eine Hausnummer, muss ich sagen. Sowas in diesem Zustand, alles von uns zum Teil entwickelt selbst in der Firma und mit unseren Ingenieuren, ist natürlich absoluter Luxus. Ja, wie man sieht hier vorne ist der Slide-Out, das Ganze ist wirklich ganz hochwertig gefertigt. Du siehst unten drunter keine Mechanik, keine Träger, gar nichts. Du hast eine freistehende Markise. Das ist wirklich sehr praktisch, zusammen mit nochmal einem Sonnenschutz, der ausgerollt werden kann, auf dem man theoretisch sogar Fernsehen gucken könnte mit dem Beamer, oder? Das ist richtig. Es ist so, das Fahrzeug wurde entwickelt an der Universität in Budapest von der Masterclass in Design. Der ist befreundet, der Professor, mit unserem Geschäftsführer. Ja, und so, die haben eine Aufgabe bekommen und da wurde das Ganze dann letztendlich designt. Ja, wie man hier sieht, also das Fahrzeug ist wirklich lange und 12 Meter Länge nehme ich an? Ja, 12 Meter Länge, 4 Meter Höhe, 2,50 Meter Breite und mit Slide-Out kommen wir auf 3,70 Meter. 3,70 Meter, wenn ja, man beide Slide-Out zusammenrechnet. Das ist richtig. Es steht natürlich auf Lithium. Das Ganze ist professionell natürlich auch, was die Technik angeht. Die Tine wird uns mal ganz kurz eröffnen. Hallo Tine, guten Morgen. Sie bewacht nämlich den Eingang. Ja, hereinspaziert. Vielen, vielen Dank. Da vorne ist ein Smart mit drin, der ist im Preis enthalten, oder? Ja, das ist richtig, aber wir haben das nur für die ersten 10 Modelle bei uns. Das ist der Smart, der E-Smart, und dann natürlich auch in der Farbe des Fahrzeuges und das Leder ist entsprechend, wie es innen drin ist im Fahrzeug. Ja, das Spannende ist, wenn ihr natürlich genug Solar auf dem Dach hat, kann man sogar den E-Smart laden. Ja, das ist so folgendermaßen. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal was ganz Besonderes, 330 Watt Solarplatten drauf. Das heißt, wenn Sie vier Platten drauf haben, liegen wir insgesamt bei 1300 Watt. Ja. Dann haben wir natürlich ein KVA-Aggregat von 4,5. 4,5 Kilowatt. Ja, genau. So, ich guck mal gerade. So, hier vorne haben wir 24 Volt anliegen. Ich guck mal ganz kurz. 230 Volt Sicherung, da unten die 12 Volt Sicherung. Ihr habt das Ganze mit Victron Energy versehen. Hier ja, rechts sind die Hauptschalter. Ja, muss ich dir sagen, Sven, das hat natürlich auch einen Hintergrund. Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden auch sehr oft am Wasser sind. Und wie bekannt ist es Victron ja auch in der Schifffahrt sehr verbreitet. Und da hat natürlich jeder die Möglichkeit, dann sofort, falls was auftritt, entsprechend den Service zu haben. Ja, ihr habt nichts Geringeres wie die Quattro 8000 eingebaut. Ja, das ist ein dickes Ding. Ich habe noch keine gesehen. Die 5000, da sieht man mal öfter. Ja, dann ganz, ganz wichtig hier, ihr habt eine richtige Zentralheizung hier drin, wahrscheinlich von Scheer, oder? Das ist die Scheer-Heizung, eine Dieselheizung. Dazu ist zu sagen, dass wir innerhalb des Fahrzeuges auch keinen Kunststoff haben, sondern wie gesagt alles dann mit Diesel beheizen und dann auch entsprechend damit arbeiten. Ja, das ist jetzt eine Smart Garage. Was sagst du den Leuten, die, ich sag mal, mit vier Leuten gerne fahren möchten? Habt ihr da eine Lösung oder kommt da was? Ja, das ist im Augenblick noch im Entwurf. Es wird so sein, dass wir auf jeden Fall zur Messe 2022 eine Großgarage haben bis 4,50 Meter. 4,50 Meter. Warte, ich filme das mal gerade. Fahrzeug wird reingezogen dann über eine Seilwinde. Das kennt man von vielen anderen. Und ja, große Garage, kann man ja wirklich nichts sagen. Man braucht auch nicht von der Seite das Fahrzeug arretieren, ist auch neu, sondern wir haben hinten eine Vorrichtung, die über eine Ratsche dann befestigt wird und dann steht das Fahrzeug sofort auch fest. Man braucht also nicht reinkriechen, machen, tun, sondern von hinten wird es dann... Von hinten. Sehr schön, ich komme mal runter. Also die sind natürlich dabei, du hast also hier diese Kufen, die werden dann einfach nur eingefahren, da fährt das Fahrzeug rein. Ja, das ist jetzt im Augenblick. Demnächst ist es so, dass wir natürlich dann ein Plateau haben, wo das Fahrzeug für die Großen draufkommt. Und eingezogen wird. Ich sehe gerade unseren Geschäftsführer, soll ich dir den mal vorstellen? Ja, bitte, bitte. Gabor, willst du bitte mal kommen? Hallo. Das ist der Gabor Filo. Der Gabor Filo ist Geschäftsführer. Der Germany GmbH. Ja, ganz toll. Ihr habt ein wunderschönes Fahrzeug hier. Dankeschön. Ja, es ist weiß, einmal schwarz. Ja, innen drin das Design unglaublich schön und das Ganze für unter 1 Million Euro. Geht das? Fängt an. Fängt an. Das heißt, man bekommt für 1 Million Euro bekommt man schon ein solches Fahrzeug. Genau. Aber was bei uns wichtig ist, dass wir haben nicht eine riesen Extraliste. Wir anbieten für unsere Kunden schon eine
als Basisfahrzeug ein relativ gut ausgerüstete, ganz starke Autos. Das Fahrzeug steht schon direkt auf Lithiumbatterien, auf einer ordentlichen Technik? Genau. Wir anbieten nur Lithiumbatterien ab 3 bis 5 mal 200 Amperestunden. 5 mal 200, sehr schön. Die Solarausstattung für die meisten Fahrzeuge stehen ja frei. Ich habe gesehen, ihr habt den Onan-Generator habt ihr mit drin, aus Amerika, professionelle Technik. Als Basis. Wie sieht es aus mit Solar auf dem Dach? Solar haben wir Sharp-Panels und bis um 4 Solarpanel kann man eingesetzt werden. Ja, ihr wolltet ein Fahrzeug kreieren, weil ihr habt kein schönes Fahrzeug gefunden, was euren Ansprüchen gerecht war. Deswegen habt ihr gesagt, wir bauen mal ein eigenes, richtig? Ja. Es ist außergewöhnlich geworden, das kann man schon sagen, oder? Dankeschön. So, wir haben mit der Entwicklung angefangen seit 5 Jahren. Und nach 2,5 Jahren Entwicklung haben wir angefangen, auf einen ganz neuen Standort diese Fahrzeuge zu bauen. Die zwei Fahrzeuge, was wir hier in Düsseldorf haben, sind fertig und wir haben weitere 5 vorgestellt in unserer Fertigung in verschiedenen Bauphasen. Nächste wird in einer Smart Garagen-Typ auskommen, Ende dieses Jahr und Anfang nächstes Jahr kommt der 4. So, die Nachfrage ist wahrscheinlich sehr hoch. Ich sag mal, wir haben hier Fahrzeuge bis 2 Millionen Euro, die da sind. Ist die Messe Hannover wichtig für euch? Ist das eine wichtige Messe? Ich glaube, alle Messe ist wichtig. Alle Messe? Alle Messe, aber anhand, jetzt, das ist unsere erste Messe. Ja. Hier haben wir unsere Weltpremiere auch gemacht. Und wir müssen nach 5. September ein bisschen unsere Fertigung auch umkonstruieren, weil wir haben sehr, sehr, sehr viele Interesse. Ja, ihr habt sehr viel Geld investiert in Design. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie was sein muss. Was habt ihr grundlegend, was macht ihr anders wie die anderen? Kann man das sagen? Ich weiß, die schöner? Ich möchte das nicht sagen, dass wir schöner sind. Das werden die Kunden entscheiden. Ja. Wir haben eine eigene Entwicklung. Wir haben mit allen Kleinigkeiten beschäftigt in den letzten 5 Jahren. Und nach unserer Meinung nach, wir haben ein ganz schönes, reines Exterieur gebaut. Wir haben auch viele, viele Zeit damit beschäftigt zusammen. Die Designer haben vielleicht ein Jahr lang mit den Ingenieuren zusammengesessen, was machbar ist, was nicht. Es war ein riesen Kampf gewesen, aber ich glaube, das Endergebnis wird toll. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und man sieht es hier vorne, Dankeschön. Ich gehe mal weiter. Echtglasfenster habt ihr natürlich eingebaut, vom Feinsten. Ja. Das Design auch mit dem roten Streifen, das heißt, das sind die ersten Fahrzeuge, die jetzt fertig geworden sind, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben 2 Fahrzeuge, wie Gabor gerade mitteilte euch. Der rote Streifen ist eigentlich unser Logo mit und der wird auf jedem Fahrzeug erscheinen und schwarz. Und dann die 3 Farbtöne, die wir haben, das war ja einmal in Mercedes Silber und dieses Fahrzeug, das wir gerade nebenan schon vorher auf dem Bild hatten. So, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Da sieht man ein bisschen Technik. Das Ganze hier hinten ist aus GFK und wir fahren mal ganz kurz weiter, dass wir das sehen. Das ist nochmal die Garage hier von der Seite, die wir haben. Da ist sie. Und viele Klappen, die wir schon mal für euch aufgemacht haben. Der Slide-Out ist zu sehen und das werden wir gleich mal feststellen. Der bringt richtig viel Platz. Ja, die mitlenkende Hinterachse, die wir hier haben. Wir haben ja dort im Messebetrieb sogar noch einen Drucker mit drin. Die Auffahrkeile, wenn man hier mal so reinschaut, dass das Heizungssystem, da ist witzigerweise, ihr habt natürlich 230 Volt an Bord, ihr habt mal gerade eben einen Drucker reingemacht, der ist drahtlos. Das kann man alles machen, theoretisch, oder? Das ist richtig, das ist jetzt unser Büro. Aber wieso ist das in der Praxis auf der Messe? Da nutzt man die Flächen natürlich und macht dann aus einem normalerweise handelsüblichen und haushaltsüblichen Einstellsystem für die Scherheizung, macht man einfach ein schnelles Büro. Ja, so ist das hier vorne. Ja, es ist alles, wenn du hier reinschaust, natürlich auf der richtigen Höhe. Ich mach die Klappen demnächst ein bisschen höher noch. Das ist richtig. Wir haben festgestellt, dass es einfach sehr gefährlich ist. Es wird einiges aus sicherheitstechnischen Gründen natürlich geändert, wenn die Klappen kommen höher. Was ihr da seht, dieses ist auch natürlich ein Punkt, den wir auch ändern. Ja. Das ist ja dann zum Verschließen, damit man da nicht mit dem Kopf gegenstößt. Ist aber wirklich eine tolle Technik. Ihr habt wirklich das aus dem Vollen gemacht. Also alles sehr hochwertig. Das ist richtig. Das fängt hier außen an und wird dann innen auch so weitergehen.
Ja, hier ist der Generator, den kennt man. Das heißt also, die Fahrzeuge stehen ja meistens autark. Man hat schon mal eine Steckdose, man braucht aber gar keine. Das ist richtig, aber es ist so, ich habe schon viele Diskussionen mit Kunden gehabt über den Typ des Generators, ob es jetzt ein Fischer Panda ist oder Onan. Wissen Sie, das ist dem Kunden überlassen. Wir würden dann auch alles möglich machen. Was das spielt keine Rolle. Also das, im Prinzip kann das der Kunde selber konfigurieren. Das ist richtig. Hier vorne sieht man geradeaus, ich kann durchladen. Das kennt man auch von vielen Linern, aber wir sind ja hier auf Actros Gigaspace. Das heißt, das ist ein richtiges LKW-Fahrgestell. Die Gesamtlast hier, was habe ich hier? Das ist ein 26-Tonner-Fahrzeug. Ja. Wir haben also eine Zuladung bei dem Fahrzeug von 4,5 Tonnen. 4,5 Tonnen? Ja. Und der Wasservorrat? 1000 Liter haben wir Wasservorrat und Blackwater sind 460 Liter und Greywater sind auch 460 Liter. Mhm. 1000 Liter Wasser. Gut, auch die sind irgendwann mal leer. Wie kommt das Wasser anschließend aus dem Grauwassertank wieder raus? Ihr habt Pumpen natürlich dafür da, Entsorgungsleitungen, ja, wie man das kennt. Ist richtig. Und zwar ist das so, dass wir da unten eine Kamera auch dran haben, dass also der Fahrer des Fahrzeugs oder der Eigner, wenn ich so sagen darf, natürlich über die Entsorgungsstelle fährt, muss dann innen den Knopf drücken und dann wird das entleert. Ja, Gigaspace, ganz tolles Fahrzeug, was drunter ist. Am Markt natürlich ein sehr gefragtes Fahrzeug, Mercedes-Benz. Die Zusammenarbeit mit Mercedes ist wahrscheinlich richtig toll. Ja, also da sind wir sehr, sehr überrascht und positiv überrascht. Das hat ja der Gabe gerade erwähnt, dass wir einige Modelle natürlich schon an Fahrgestellen bei uns in der Halle haben, 5, und die werden dann bis zum ersten Quartal natürlich auch verbaut werden und hoffentlich auch verkauft werden. Oh, ich zeig's mal gerade. Der war jetzt schon ein bisschen auf der Straße, wie ich sehe. Habt ihr den ausgiebig getestet? Ja, das ist so. Er wurde getestet. Die Testfahrten haben wir eigentlich mit dem gemacht, mit dem Selenit-grauen Fahrzeug. Ja. Was etwas vom InDesign anders ist, das ist designt worden von einem ungarischen InDesigner. Und gleich gehen wir ganz besonders auf das italienische Design, das Yacht-Design über. Ja, schön. Und der wurde schon dann getestet, natürlich. Ja, auch hier wieder mal ein Slideout, der da ist. Das heißt, die Raumgröße hier natürlich noch größer. Das Schöne ist dabei, die Slideouts, man kann sie auch benutzen im eingefahrenen Zustand. Das heißt, bei zwei Slideouts nicht ganz so einfach, weil die ja aufeinander zukommen. Ja, wir haben da innen noch den Platz haben wir noch von 40 cm zwischen dem Tisch und zwischen dem ersten oder zwischen dem Slideout, der links in Fahrtrichtung ist. Und da kann man also bequem auch nach hinten gehen. So, und hier auch eine große Einladung. Das sind ganz tolle Stühle, Designer Campingstühle. Ja, das sind Campingstühle. Das sind also Designerstühle, die nehmen wir im Fahrzeug letztendlich in den S-Bereich, wenn wir das umfunktionieren, das kann man gleich sehen. Also sowohl als auch? Kann man ja, sagen. Sowohl als auch. Und die haben wir drinnen eigentlich vorgesehen, dass eben 4 Personen ganz bequem drin sitzen können in dem Fahrzeug. Shenandoah, hi. Wieder mal was ganz anderes. Ein Riesenschatz. Ich bin schon richtig neugierig. Können wir jetzt reingehen? Sofort. Ich zeige gerade noch. Wie sofort ist die letzte Klappe, die wir zeigen. Victron Energy. Ihr habt das jetzt hier gestellt auf, was haben wir hier? 4x200, 800. Entspricht 1600 Watt normalen Batterien. Ja, weil es 24 Volt sind. Genau. Ja, dann noch die ganze Technik hier an der Seite. Ja, das sind jetzt im Moment quasi noch die Erstserie. Ja. Ihr werdet vieles noch verändern. Also alles das, was ihr im Moment seht, ist schon sehr gut. Ja. Aber wird natürlich jetzt nach den ganzen Tests nochmal optimiert. Das ist richtig. Wir nehmen natürlich auch die Meinungen unserer Kunden auf und diskutieren abends immer, was können wir noch, oder was wurde angesprochen, was ist verbesserungswürdig. Wir haben ja hier überall Nummern dran. Mhm. Das gibt es ja auch selten, dass also ein Techniker grundsätzlich sofort auch weiß, wo geht das Kabel hin, was muss ich machen, wo kann ich messen. Ja, schön ist ja auch, dass ihr das erkannt habt, natürlich mit diesen Kanten die höher zu legen, das kam wahrscheinlich aus der Praxis, ist wahrscheinlich mal einer entgegenlaufen. Da war ich der Erste, der dagegen gerannt ist. Genau, wenn du die mal kurz schließt bitte, sei mal so nett, ja. Denn ein schönes Detail ist hier, sieht man, das ist euer Codeschloss, was mit drin ist. Du kennst den Code? Ja, den müsste ich aber kurz aus dem genau, ich mach das mal weg, ja. Genau, hol's mal ganz kurz raus. Wir fahren nämlich mal ganz kurz die Aufbautreppe hoch, dass wir mal sehen, wie schön das gemacht ist. Auch die, schau mal, Shenandoah, die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen. Meine Güte, das ist richtig lang. Ne? So, bitteschön. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig, ready to film. Unglaublich. Also die ist auch von uns entwickelt worden. Hightech, oder? Ja, ja.
So, geht automatisch hier natürlich das Licht aus. Ja. Bitte noch mal raus. Ich halte mal kurz weg. Ja, das könnte ich den ganzen Tag machen. Sie ist nahezu lautlos. Ja. Die Aufbautür, da kannst du stolz auf sein. Richtig tolle Sache, oder? Ja, vor allen Dingen haben wir da aus sicherheitstechnischen Gründen, wie ihr seht, hier auch einen Handlauf eingebaut. Das heißt, wenn die Damen und die Herren hochgehen, es ist so, es ist schon oft passiert. Der ist in der Tür integriert? Integriert in der Tür, ja. Da kann man sich dann festhalten beim Hochgehen. Fernando, geh mal rein. Wow. Ja, ganz wichtig ist das Thema Verriegelung, Sicherheit. Das heißt, ihr habt echt Glasfenster hier mit drin. Man hat ein hohes beheizt. Ja. Ein hohes Gras an Sicherheit. Wie habt ihr das gelöst mit dem Slide-Out? Oft sind ja so die Fragen, wenn man jetzt Winterbetrieb hat, ihr habt eine eigene Heizung drin. Ja, das ist. Wir haben also sehr viel Zeit verwendet an den Slide-Outs. Wenn ich das ganz kurz erläutern darf, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben also fast ein halbes Jahr benötigt, diese Fehlerquelle mit dem Klebstoff. Und das war für uns der Grund, dass wir das gemacht haben, weil viele natürlich Klagen kamen und sagen, es kommt immer Feuchtigkeit durch. Wir haben festgestellt, dass der gelieferte Klebstoff nicht für dieses Modell, für dieses Gummi geeignet ist und haben wir ein halbes Jahr getestet, bis wir den richtigen Klebstoff hatten. Wir haben auch eine kleine Regenrinne reingemacht, wo das Wasser nach unten wegfließt. Das heißt, wenn der Slide-Out zugeht, fließt die Feuchtigkeit über die Regenrinne nach unten ab. Und eine Heizung, das heißt, letztendlich, wenn man den Sechsten auf den großen Stellplatten im Winter steht und wegfahren will, dass es komplett alles runtergeschoben wird mit einer Lippe. Und das sind diese Dinge, die wir entsprechend entworfen haben, unsere Ingenieure. Und natürlich auch anwenden und hoffentlich auch in der Praxis den gewünschten Erfolg bringen. Ja, natürlich, man sollte auch die Pflegehinweise beachten. Das ist eine Gummilippe, das heißt Silikon ab und zu mal verwenden. Das ist so. Wenn da oben drauf jetzt mal ein Ast drauf liegt, was macht ihr dann? Ja, ist das kein Problem? Dann gibt es einen, nein, so nicht. Aber das wäre dann für den Eigner eine Herausforderung, mit der Leiter da hochzusteigen. Okay, aber die ist ja dabei, das heißt, da kommt man hoch. Das ist ja mal eine Treppe, das heißt, du kannst ganz bequem hochsteigen. Ich zähle nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen. Ja. Bis zum ganz, ganz großen Aha-Effekt. Ja, richtig. Ich hoffe, den wirst du jetzt auch haben. So, man muss aber nicht nur Code, man hat auch eine Fernbedienung, nehme ich an, oder? Ja, also öffnen nicht. Wir gehen über Code, aber manuell können wir das, Lochcode, wir können auch manuell natürlich das auch machen. So, die Frage der Fragen, gibt es ein Fliegengitter, elektrisch? Ja, elektrisch, ist alles elektrisch, denn der Tisch hoch und senkbar und so weiter, das machen wir gleich. Sag mal so, das Fliegengitter, das müsste ja dann auch von außen elektrisch sein, damit man das nochmal aufkriegt, oder? Das ist richtig. Das sehr schön. Ja, direkt wenn man reinkommt, ich zeig's mal gerade, hier hat man direkt mal Handlaufleisten an der Seite, dass man sich auch ordentlich festhalten kann. Der Fernseher mit der Integration hier, das ist ja, habe ich noch nie so gesehen. 50 Zoll Fernseher, wir haben auch so einen hinten im Schlafbereich auch. Großes Kino, oder? Ja, gut, das muss der Kunde und du beurteilen und deine liebe Begleitung, Jens. Sven, aber Jens und Sven wird laufen verwechselt. Sven, Entschuldigung. Gar kein Problem. Wenn du mal so lieb bist, mach mal die Tür bitte zu. Ja, gerne. Das ist eine Tresortür. Du hast recht. Stark. Also hier sieht man natürlich zwei Slide-Outs. Das hatten wir eben, also im letzten Fahrzeug hatten wir einen Slide-Out, aber jetzt der Innenraum, das ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? So viel Platz, unglaublich. Warte, ich stelle mich mal ganz kurz, wenn ihr euch beide mal da nebeneinander auf die Sitze setzt, dann filme ich mal gerade von etwas weiter zurück, dass man den ganzen Raum mal drauf kriegt. Hier ist jetzt natürlich Teil der Hydraulik, deswegen ist es ein bisschen tief. Wie groß das ist. Ja, das Starke ist, es ist wahrscheinlich ein Vier-Personen-Fahrzeug hier. Das heißt, man kann also ganz bequem wahrscheinlich über noch ein Hubbett. Ja, hier oben ist ein Hubbett drin. Ja, richtig. Man kann also, man sitzt genauso gut auf den Sitzen hinten, die sind nur nicht hydraulisch, als wie man vorne sitzt. Die sind sogar leicht versetzt, dass alle gut entsprechend rausgucken können. Gell? Ja, das haben wir aber extra so gemacht. Wir haben auch die Seitenfenster drin. Das heißt, während der Fahrt können die Gäste oder Kinder oder wer auch immer, wenn man da mitfährt, zusätzlich natürlich auch alles nach draußen beobachten. Wie fühlt sich der Sitz an? Sehr angenehm, kühl. Aber auch, ja, die Klimaanlage ist auch oben an, ne? Die ist ganz leise auch. Das ist gut, ja. Sonst wäre meine Kamera direkt überhitzt, ja, wie es da ist. Denn ich habe ihn gefragt, hat gemeint, wir haben die Klimaanlage laufen lassen, ja, jetzt gerade. Genau. Ihr habt auch, ich sag mal, einen ganz tollen Vorhang, dass man hier zuziehen kann abends, wenn man das möchte. Ja. Aber wenn das Hubbett unten ist, sieht man eh nichts. Das ist so. Das ist richtig. Wir haben zwar oben dann ein Häkchen drin,
Ich muss sagen, dass das ganze Führerhaus von uns neu konzipiert wurde, wenn man das sieht. Ja. Wir haben also alles, was oben an der Decke ist, rausgerissen. Die Ingenieure von uns und die Techniker und haben das neu vermessen und das wurde ganz komplett neu gestaltet. Und eins ist, was ganz wichtig, wir haben eine Heizung vorne drin. Das gibt es, glaube ich, auch im Augenblick noch bei keinem Modell. Das ist oft eine Schwachstelle, muss man sagen. Das Glas ist ja nicht doppelt verglast vorne. Das heißt, man hat hier eine Wärmebrücke, die drin ist. Dann, ich sag mal, ist natürlich so ein Vorhang das beste Mittel der Wahl. Denn der isoliert, er dämmt nochmal das ganze System ab. Man ist ja anschließend mit dem Hubbett hier drunter. Was auch toll ist, du hast nochmal zusätzlich zwei Notausgänge, die da sind. Also ja, für alle Fälle. Richtig. Also wenn da mal irgendwas sein sollte, du kommst über die Fahrhaustür nochmal raus. Da hast du recht. Das ist auf jeden Fall vom Sicherheitsaspekt natürlich eine tolle Sache. Rundumsicht, das gehört dazu. Ganz viele Assistenzsysteme. Der Actros gehört natürlich zu den neuesten seiner Bauart. Elektronische Spiegel hier oben. Das ist das, was du angesprochen hast. Ja, wir haben also jetzt allgemein gesehen, auch du siehst ja, das ist alles ganz neu designt worden. Wir haben ja einen italienischen Designer aus Rom, einen Yachtdesigner, der normalerweise früher bei Assimut war, der aber jetzt exklusiv für uns tätig ist. Ja, das Fahrzeug weckt Emotionen. Die richtige Kundschaft ist aber auch hier, muss man sagen. Also klar, hier kommt auch der eine andere vorbei, der staunend hier vorbeigeht, Technik pur mit allen drum und dran und sagt, naja, das ist für mich ein bisschen groß, ich nehme dann doch einen Bürstner. Aber ich sag mal, wer heute sagt, das ist toll, der ist vielleicht sogar der Kunde von morgen. Das heißt also, ihr baut ja jetzt erst das erste Mal. Wie seid ihr denn zufrieden mit der Reaktion? Sind die Leute begeistert? Wir sind überwältigt. Also das muss ich wirklich sagen, das hatten wir gar nicht erwartet. Es kommen natürlich auch Kunden her, so wie du gerade schon angesprochen hast, die natürlich so ein klein bisschen inkognito bleiben möchten und nicht unbedingt gesehen werden möchten hier, aber gut, haben eine Lösung gefunden. Und ansonsten die Kundschaft, die hier reinkommt, ja, wenn ich so sagen darf, ganz lapidar, die fallen um. Ja, denn es hat eine tolle Blickachse nach hinten. Natürlich ist es so, wenn du die Slideouts hier drin hast und hast die nur hier, du hast ja keinen Wallout, dann hast du trotzdem die Blickachse geschaffen. Das ganze Fahrzeug komplett barrierefrei, ist man erstmal drin. Ja. Dann ist alles eben. Shenandoah, bitte geh mal kurz in die Sofalandschaft rein, dass man mal sieht, ihr habt den Tisch designt, der ist höhenverstellbar. Da vorne ist so ein kleiner Hebel, ja. Der rechte, da drückt man drauf und dann geht der hydraulisch, kann man das dann als Lounge machen entsprechend. Genau, wenn du mal kurz die Beine wegnimmst, sonst kriege ich Angst. Ja, wir drehen, du kannst das drehen. Drehen? Dreh ruhig. Na, dann muss ich gerade was lösen. Der hilft mir gerade. Seite. Das sind die Schwierigkeiten am Anfang, aber das ist ganz normal. Ich denke mal, so eine Einweisung, die geht wahrscheinlich auch ein bisschen, die da ist. Das kann man nicht in 5 Minuten machen. Also ich denke, da braucht man schon 2-3 Tage, um das entsprechend hinzumachen. So. So, jetzt könntest du dort hier, ich sag mal, Sitzkisten drauf machen, du könntest die Beine mal lang machen. Ja, richtig. So, die Sitzgruppe, die ist auch verstellbar oder ist die fest auf der linken Seite? Auf der linken Seite, die ist fest. Und zwar sind die Stühle, die wir vorhin gesehen haben, die sind hier in dieser Sitzgruppe integriert im Sofa. Das heißt, da habe ich dann natürlich den Platz für andere Dinge unten. Ja, eine ganz tolle Sache ist, das ist jetzt ein Lounge-Tisch. Das heißt, zum Beispiel richtig, für Kaffee oder für den netten Abend. Dann das Ganze hoch ist ein Esstisch. Das ist dann ein Esstisch und dafür haben wir die beiden Stühle. Die stellt man dann links, rechts oder vor, wie man es haben möchte und kann dann natürlich in dem Moment mit 5 Personen sitzen, essen, haben wir eigentlich für 4 Personen vorgesehen. So, ihr habt ein tolles Soundsystem eingebaut, das ist aber so dezent versteckt, dass es nicht zwingend auffällt. Stark ist auch, wenn man es ganz hoch fährt, hat man eine kleine Erweiterung der Küche. Das heißt, hier kann man Ablagen benutzen, kann auch noch mal Sachen ablegen, aber das braucht man eigentlich gar nicht, denn die Küchenarbeitsplatte, die ist schon so groß, das ist eine richtige Einbauküche, eine Designerküche, wie man sie kennt von zu Hause. Ja, ist richtig. Und das ist auch, wie ich schon vorhin vielleicht kurz erwähnte, Miele-Geräte drin, alles hochwertig auch. Und das ist schon ganz exklusiv. So, hier unten ist Kombi, Mikrowelle, wahrscheinlich alles drin, was das Herz begehrt. Hier oben Induktion. Das ganze Fahrzeug steht auf Strom, nehme ich an. Ja, ist richtig. Und du hast schon mal was geöffnet. Hochglanzklappen.
das Ganze einmal matt und einmal Hochglanz lackiert. Hier oben sind die Lautsprechersysteme drin. Alles ist hier nochmal, ich sag mal, in einer Art Lederoptik mit drin, aber es ist kein Leder, es ist ein ganz hochwertiges Material. Das ist richtig, da hatten wir auch arge Probleme, das so hinzubekommen. Wir haben das aus Lüneburg, das Material. Und wir haben es eingebaut und dann haben wir festgestellt, dass der Klebstoff durchkam. Und da wurde das dann letztendlich nach Spanien geschickt und wird jetzt beflockt und da ist es auch relativ weich. Wichtig ist, wenn man das zumacht, die Klappe gleich für dich. Du brauchst sie nicht ganz zumachen, leg sie einfach so ein bisschen runter und jetzt passiert alles automatisch. Bitte nochmal, das ist zu schön, um wahr zu sein. Der ultimative Softclose. Und so leise. Ja, dazu ist zu sagen, wir haben auch hier ein System drin. Das heißt, wenn ich den Schlüssel reinstecke, kann man vielleicht nicht gerade sehen, da ist so ein kleiner Nöppel drin, dann ist alles, was hier ist, verschlossen. Das heißt, ich brauche nicht rumgehen und testen, muss ich das noch verschließen. Zentralverriegelung, wobei ich die natürlich öffnen kann, wenn ich jetzt kurz auch irgendwie was fertigen muss oder die Frau geht nach hinten, macht was für den Fahrer oder der Mann für die Frau als Fahrerin. Und dann ist das natürlich dann relativ einfach. Ja, ihr habt eine professionelle große Klimatechnik hier eingebaut mit zentralen Luftausströmern, damit auch ja man keinen Zug verspürt. Hier oben ist ein spezielles Heki. Das ist auch kein normales Heki von Dometic oder so, sondern das lässt sich öffnen? Nein, dies nicht, aber wir haben die Möglichkeit demnächst. Bei dem ist das ein Kundenwunsch, so wie dies ist. Dies beheizt auch, das heißt, lässt sich nicht öffnen, aber die nächsten, die wir haben, dann auf Wunsch lässt sich das natürlich auf Wunsch. Öffnen. Ja, interessant ist natürlich auch hier, wenn du mal gerade so lieb bist, das mal hochmachst. Ja. Das ist wahrscheinlich auch elektrisch. Darf ich mal durchgehen? Du darfst alles, ja. Danke. Bist hier der Chef. Ah. Das heißt, jetzt habe ich erstmal das Gitter hochgehen lassen. Das ist also grundsätzlich überall. Alle Fenster, die hier drin sind, sind so konzipiert. Das ist schon mal ganz toll, dass ihr dort eine Jalousie drin habt. Das heißt, du kannst mit einem Griff, kannst du praktisch Privacy machen, dass keiner durchgucken kann. Genau. Fliegengitter? Das ist Fliegengitter. Und man sieht auch, dass hier also wirklich ganz, ganz massive Handles oder Griffe eingebaut sind, die sich natürlich ganz easy öffnen lassen und das Fenster geht dann nach außen auf. Wenn du mal so lieb bist, das mal öffnest. Ich würde mal gerne sehen, wie hoch wir über allem sind. Denn wenn du hier natürlich am Campingplatz stehst, bist du schon der Star. Auf dem Gitzenweiler Hof. Nee, da habe ich ja zuletzt große gesehen. Das geht natürlich auch nicht weiter auf, damit du überhaupt noch drankommst. Ist richtig, ja. Und wir sind ja auch schon 3,70 Meter breit. Und wenn wir dann noch weiter ausfahren, dann müssen wir vielleicht für zwei Plätze bezahlen. Das wäre doof. Das wäre ganz doof, ja. Ich guck mal gerade. Also ganz massive Echtglasfenster drin. Oh ja, die habe ich auch. Eine Fischer und Paykel aus Neuseeland. Richtig, genau. Tolle, tolle Spülmaschine, die übrigens auch, das wissen viele nicht, als natürlich Vorratsspeicher für dreckiges Geschirr gilt. Ja. Und wenn gespült ist, kann man direkt das rausnehmen. Ja. Das ist so. Das ist vollkommen richtig. Die gehen sogar so weit, dass man sauberes Geschirr drin lassen kann und dann komplett alles wäscht und alles wieder gereinigt ist. Und das saubert natürlich durch die Bakterien, dass das alles weg ist. Ich kann euch mal was zeigen. Ja. Zu jedem Fahrzeug haben wir das in der Ausstattung mit unserem Emblem hier. Ein komplettes Geschirr ist mit bei, Messer, Gabel und alles andere. Zwei Bademäntel, Decken. Es ist wie im Hotel. Dabei. Wie im Hotel. Das heißt, man braucht nur Kleidung, ein bisschen privat mitnehmen, Essen rein und dann was Anständiges zu trinken, je nachdem, welchen Anspruch man hat. Und dann kann die Reise losgehen. Ja, ich hab gesehen, der Fahrer und das Dienstmädchen schläft in Souterrain. Die sind unten drin. Aber die Leute, die das kaufen, fahren meistens selber, ja, muss man sagen. Ja. Also gut, es gibt den einen oder anderen schon, wenn man ganz ehrlich ist, der sich fahren lässt oder hinfahren lässt, das Fahrzeug. Aber das wird jetzt die Zukunft zeigen, das kann ich jetzt im Augenblick noch gar nicht richtig beurteilen. Shenandoah, wieder was vollkommen anderes. Der Softclose ist so schön, auch hier mit den Schubladen. Noch zeig mal nochmal, mach mal. Das ist echt so cool. Spielkind. Ja. Genau, wenn du nochmal kurz aufmachst, die Farbtöne. So. Das Hochglanz, das heißt, ihr habt Schreiner, praktisch wie Küchenschreiner, die das machen auf Maß. Richtig. So, dann hast du das freundliche Grau, das Braun und das tiefere Braun. Und das Schwarz ist natürlich immer eine Herausforderung. Da muss man ganz genau wissen, was man macht im Ensemble. Da wirkt das Ganze natürlich dann auch freundlich. Aber so ganz alleine, da kann man Fehler machen. Das heißt, wir machen das ja so, wir haben ja
bei unseren Filmen, die wir gefertigt haben, kann der Kunde schon mal genauestens sehen, welche Farbnuancen wir haben. Und er kann natürlich dann, wir machen das so, dass wir uns mit dem InDesigner treffen und das dann entsprechend durchgehen, wie die beste Nuance ist, das Fahrzeug zu gestalten von innen. Ja, und hier sieht man auch die richtige Winkeladaption zum Gucken, denn wenn die Shenandoah sich da mal hinfläzt, mit deinen Hallenschuhen übrigens, die da sind, das heißt, du sitzt hier in der Ecke drin und hast dann perfekter Blick hier drauf. Und ich zeige das mal gerade, dass man ungefähr mal sieht, wie du da bist. Unglaublich, also großes Kino, oder? Total. Das Filmabend kann beginnen. Ist auch leicht angewinkelt. Was mir gut gefällt, ist, ihr habt nicht alles zugestellt, sondern ihr gebt dem Raum Luft. Ja, das ist, glaube ich, auch so ist die Meinung von unseren Kunden, dass alles übersichtlich ist, elegant und fein gestaltet. Ja, das Fahrzeug hat leider kein Bad. Ja, lass dich jetzt überraschen. Wir kommen von Höhepunkt zu Höhepunkt. Genau, wenn du mal kurz hier unten mal aufmachst, sei mal so lieb. Da bin ich mal, das ist das Mülltrennsystem. Richtig. Dann oben drüber ist noch eine Schublade. Ja, das ist das Waschbecken hier. Nee, ich meinte... Ach so, meinst du das jetzt hier? Nee, alles gut. Das ist spannend. Ja. Zeig mir das bitte. Aha, okay. Ich hab's jetzt extra langsam. Ja, yeah, ich hab's gemerkt. Bitte schön. Richtig schön. Ausfahrt. Ganz toll. Und wenn du die gerade nochmal öffnest, da drunter ist natürlich, das hat man auch zu Hause... ist noch eine Zwischenschublade. Ja. Das habt ihr auch ausgenutzt. Ihr seht, so sieht das natürlich auch aus. Ach, das ist vollkommen in Ordnung. Das hier ist Messebetrieb. Das ist ihr seid wahrscheinlich, das ist Stress, so eine Messe. Das heißt, also ihr müsst die Fahrzeuge anliefern, ihr habt große Autos, das heißt, ihr müsst die schnell genug reinbringen. Ja, das habe ich aber vorher mit dem Geschäftsführer von Concorde und Morelo, mit denen, die ja neben uns stehen, abgesprochen stehen, durchgesprochen. Ne? Und das hat auch sehr gut geklappt. Mir standen nachts die Tränen in den Augen, als nachts um 2 Uhr die Modelle um die Kurve zu Tor 1 reingefahren sind. 11 Tage Messe, das heißt, die Fragen sind ja vielfältig, unter anderem die, ich sag mal, Individualisierung, das ist ja für viele Leute ein Muss in der Klasse, das ist ja kein Standardmodell, sondern du kannst es wirklich komplett individualisieren. Ja, da haben wir ein ganz neues Konzept bei uns entwickelt, aufgrund der Erfahrung, dass man also sehr lange Wartezeiten und Produktionszeiten bei solchen Modellen hat, haben wir das so gemacht, dass wir die Fahrzeuge also roh stehen haben, komplett die Elektronik drin. Und dann letztendlich auf Kundenwunsch alles dann nur der Lack entsprechend aufgetragen wird in unserer eigenen Spritzhalle, die wir haben. Und natürlich das Interior Design dann auch entsprechend vorher mit dem Designer besprochen wird und dann eingebaut wird. Deswegen im Augenblick 6 bis 8 Monate. Wenn einer noch einen haben will, im Dezember ist der nächste parat. 23. Nein, 21. Hubert, bitte mal runterfahren. Ja, gerne. Dazu muss man wahrscheinlich einmal die Sitze... Ja, ich brauch's ja nur andeuten, wenn es recht ist. Oder? Ah, sie muss sich ja drauflegen, leider, so, die Shenandoah. Leider doch nicht. Leider doch nicht. Hier, dann macht man das folgendermaßen. Vielleicht bitte einmal zeigen in der Praxis, genau. Ja. Ach, die guten Isris. Das ist leider genauso, wie wir es gewohnt sind. Das sind ja die Mercedes-Sitze, die wir drin haben. Auch. Okay, das heißt, du brauchst wenige Sekunden, einmal kurz umlegen. Ja. Mal dazu zu sagen, hochziehen, dass wir in dem Fahrzeug auch die Sitze klimatisiert haben mit Heizung und Massage. Jeder Sitz. Massage. Ja. Heizung und Massage, hat er gesagt. Hast du gehört? Ja, Massage. Ich liebe Massage. Kann gut. Man immer haben. Du bist auch Tänzerin. Ihr habt ja Profi-Masseure manchmal, oder? Auf jeden Fall. Die euch helfen. Geht es und dann nur ein bisschen runter machen? Ja. Hochziehen war. So, hast du gemerkt? Achso, Entschuldigung. Du hast runtergezogen. Also runtergezogen, ja, da kannst du den Sitzwinkel nochmal machen. Peter, du hast wirklich einen coolen Job hier. Ja. Und stopp! Oh, das gibt's ja. Genau, wenn du mal kurz noch ein bisschen hoch machst, er liegt hinten auf dem Sitz. Wir machen noch ein kleines bisschen hoch, da kann sie mal reinschlüpfen. Ja. Die war nicht ganz unten. Und stopp, okay. Bitte mal einsteigen. Soweit wie du kommst. Ich zeige das Ganze mal über den Sitz. Du bist jetzt quasi das Kind, da könnten aber auch die Erwachsenen rein. Ja, dazu ist zu sagen, wir haben hier eine Heizung auch drin. Eine Heizung? Ja, das gibt es also auch in keinem Arktros, dass eine Heizung drin ist. Groß, also. 160 x 2 Meter.
Ganz wichtig, du hast Hallenschuhe an, die sind nur in der Halle hier benutzt, mit allem drum und dran. Die haben wir vorher sauber gemacht, mit allem drum und dran, nicht, dass einer schimpft. Ist so, außerdem wird hier im Messebetrieb alles nochmal abgezogen, desinfiziert, gemacht, getan. Ja. Korrekt? Hier vollkommen korrekt. So, ich wollte das nur sagen. Nicht, dass wir sind auch sehr gewissenhaft draußen, die aufpassen. Ich habe schon eine Verwarnung bekommen. Ja. Schau mal hier vorne, die Leselampen aus dem Vollen. Groß. Auch die Optik hier, da muss man sich doch wohlfühlen. Du hast ein eigenes Fenster drin. Ja, das ist, wie gesagt, komplett neu konzipiert worden. Ja. Und das ist das Fahrerhausdach oben, oder? Das du öffnen kannst. Richtig. Das ist das normale Fahrerhausdach, aber natürlich jetzt etwas anders gestaltet. So, on, off. Du kannst es drehen. Dann einfach nur drehen, dann geht es an und aus. Andere Richtung drehen? Nein, ich frage mich nicht, wie es angeht. Wie? Kein Problem. Shenandoah, wenn du mal ganz nach hinten gehst, dass wir mal sehen, wie viel Platz da noch ist. Das heißt, da könnten zwei Personen plus noch ein kleines Kind. Auch das wäre möglich. 1,60 ist eigentlich auch daheim gut. 2 Meter mal 2 Meter Betten brauchen wir nicht unbedingt hier vorne. Geht ja auch nicht. So, du springst mal raus. Wir gehen schon mal ein bisschen weiter, dass wir das Ganze mal sehen. Was ist hier noch drunter? Da ist noch ein Fach. Da haben wir ein kleines Fach drin. Und zwar jetzt für Utensilien wie Gewürze etc. Ne? Hier, was ist hier? Kühlschrank. Wir haben hier aber Liebherr drin. Ja. Dazu muss ich sagen, dass wir von Miele die in der Größenordnung nicht, in der Tiefe nicht bekommen haben. Deswegen haben wir Liebherr, was aber auch eine ganz, ganz bekannte Marke ist. Naja, nicht gerade die schlechteste. Nein, das ist vollkommen richtig. So, da steht der gute Mött, der Moe. Ja, das bei Kaufabschluss können wir die gleich köpfen. Nachfrage ist wirklich groß und viele sind ganz verwundert, dass ihr auch liefern könnt. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach. Wenn man hier oben mal schaut, da ist oben so eine, ich sag mal, wirklich toll eingefasste Kante. Lässt sich das dann auch reinigen, wenn da mal irgendwie mal eine Stechmücke zerschlagen wird? Ich würde es am Anfang nicht unbedingt versuchen, aber ich denke, das Material, und da hatte ich mit dem Firmenbesitzer gesprochen, ist sehr widerstandsfähig und auch gut zu reinigen. So, hier eine richtige Garderobe. Das ist toll. Das Fliegenschutzgitter, wie wird das runtergefahren hier an der Tür? Wenn du mir das einmal kurz zeigst. Das war Dimmer. Einmal Licht. Hier, ich sehe was. Ah, okay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe es gefunden. So, das ist der. Das ist dunkel machen. Ihr fragt auch Fragen, das finde ich hochinteressant. Ihr seid ja voll drin in dem Gebiet. Krass. Ich kann ja auch sagen, warum das Fliegenschutzgitter nicht zugeht. Ja. Weil die Tür zu ist. Richtig. So, wir machen sie mal ganz kurz auf, denn das musst du gesehen haben. Die ist nämlich elektrisch und du öffnest jetzt die Tür und dann wird es aktiviert und da ist der Lauf. Ich habe es nämlich eben schon erblickt. Das war nicht immer, ne? Wir testen das gerade mal durch. Wir machen mal gerade hier so eine eigene Studie. Du, Peter. Das ist woanders. Leave it like it is, ja. Garderobe ist da. Ja, hier ist das System, der Elektrik drin, das Bussystem, ja. Klimaanlage vorne und hinten. Das ist vielleicht auch vielen ja von euch bekannt. Ja. Das heißt, ich habe das Fahrzeug hier komplett, kann letztendlich nur drauf drücken. Das bedeutet, die Klappen haben wir offen. Wenn ich drauf drücke, und dann verschließen die Klappen und ich kann dann entsprechend das kontrollieren, dass auch alles zu ist oder offen ist. Du musst gar nicht rausgehen. Nein. Da ist die Heizung ist drin, die Flüssigkeitsstände, alles ist komplett in einer Einheit zentriert. Okay. Das sind die zwei Klimaanlagen. Ja, wobei schon gestern zum Beispiel ein Vorschlag kam, dass wir die hintere Klimaanlage, die Einrichtung nach hinten verlegen, damit man vom Bett aus dann entsprechend die Temperatur korrigieren kann. Stark. So, und die Garderobe, die gefällt mir. So. Ja, das sind so Inputs, wie du schon sagtest, wo viele Kunden mit einmal sagen, oh, das ist aber schön mit der Garderobe. Ja, es ist wie zu Hause. Man hat gar nicht so, ist auch vertieft nach innen. Shenandoah, ja. Kommen, bitte, kommen, gucken. Ich komme. Was? Da war wahrscheinlich ein Luxushotel-Part, oder? Ja, das sieht so aus, oder? Ich muss sagen, der Designer, der ist natürlich absolute Spitze auf dem Markt im Bootsbau gewesen. Und wie gesagt, bei uns jetzt. War gerade gezeigt, du sollst den Schrank mal öffnen. Ja, so. Da ist was drin. Da ist was drin, warte mal. Schieb mal rein. Zeig mal. Waschmaschine. Wash and Dry, 8,5 Kilo. Das heißt, da kannst du waschen und trocknen während der Fahrt. Ja, perfekt. Und auch im Stand, was ganz wichtig ist. Und es kommt sogar trocken raus. Man muss allerdings nicht trocknen, man kann.
Genial. Schleudern. Und die Glasdusche, bitte einmal kurz einsteigen mit deinen Hallenschuhen. Das sind uns spezielle Tanzschuhe sogar, ja, die du hast. Du bist Tänzerin. Ich nur in Tanzsälen an und hier sozusagen. Genau, das ist so. Ja, in Tanzsälen hast noch andere Sachen dabei. Du hast wirklich unglaublich viel Platz. Du bist etwa 1,80 Meter mit Schuhen. Ja. Und oben drüber, das heißt die Stehhöhe über 2 Meter. 2,5 Meter und bei dem nächsten Modell, was neu auf den Markt kommt, 22 zur Messe, 2,15 Meter. So, du hast hier Stehhöhe glatt, dann satt und dann natürlich eine ganz große Regendusche. Armatur natürlich wie zu Hause. Und alles ist versteckt hinter dem, wo das Licht dort hinten ist. Ah, hier. Okay. Die ganze Bedienung. Auch die Fächer. Fächer. Für warte, ich bin da mal rein. Das muss ich mal zeigen. Auch der Ablauf, der ist natürlich sehenswert. Das ist sensationell. Der ist so abgesenkt in eine Ecke von Geberit. Gestaltet, dass auch wirklich das Wasser rausläuft. So, hier oben Select. Also jeder Bartbauer wird jetzt hier voll, ganz, ganz feuchte, tränende Augen kriegen, dass er sagt, hier sind die Fächer drin. Das Ganze ist natürlich aus speziellem Material, wassergeschützt. Geht ja gar nicht anders. Echtglas, Dusche. Der Schminkspiegel, bitte mal probieren, ja. Ob er funktioniert. Oh, ja. Huch. Der ist immer so gemein, oder? Ich bin es. Nein, der Schminkspiegel ist so gemein. Da sieht man immer alles. Die junge Dame, die ist ja pornfrei. So, jetzt haben wir hier Popomat wahrscheinlich drin. Ja, das ist natürlich auch was ganz, ganz Exklusives. Genau, wenn du das mal gerade öffnest, da hast du Funktionen drin. Unter anderem hast du eine Fernbedienung, glaube ich, dabei und kannst das beheizen. Beheizen, entsprechend spülen. Beleuchtung und. Also ein integriertes BD. Schauer, ganz normales. Und wenn man zumacht, braucht man auch nur leicht abkippen, dann geht es also kein Knallen, sondern geht von selbst wieder zu. Ja, was ziemlich spannend ist, ist dieser Handtuchhalter, die sind beheizt. Ja, wir haben natürlich hier eine der besten Heizungen. Ich glaube, 17 kW macht die auf der höchsten Stufe, ja, die Share. Ja. Und allein das Waschbecken ist am Handtuch. Ja, das ist. Ja, wenn du zumachst, so schön rund auch abgerundet. Auch zu hier. Hier? Ja. Automatisch? Ja. Soft Close. Wie war ich mit Soft Close? Das habe ich mir bei Hornbach mal nachgerüstet bei meiner Toilette. Ja. Hat 28 Euro gekostet. Ja, gut, die kostet 3000. Ich weiß. Meine, ich muss natürlich eins sagen, das sieht man auch an dem Marmor. Die ist ja 160 Kilo schwer rechts, die Platte. Ja. Und da ist uns natürlich ein Missgeschickt und da haben wir versehentlich die Putzfrauen nicht darauf eingewiesen, dass man da natürlich auch bestimmtes Reinigungsmittel benötigt. Ja. Ja, und da ist das passiert, was man da sieht, dass so leicht beflockt ist das Ganze. Aber das kann man natürlich alles wieder entsprechend auf Hochpolitur bringen. Also nochmal, das Marmor ist echt. Das ist echt, ja. Das ist 160 Kilo. 160 Kilo. Hier ist also nichts an Plastik drin. Nichts Plastik. Sondern ein Fach drin. Also alles Naturprodukt. So, wenn es aber der Kunde sagt, ich hätte ein größeres Bad, kein Thema. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Also diese grundsätzlich, diese kann der Kunde nicht mitentscheiden, sondern wir haben das Grundkonzept und dann lässt er sich natürlich alles farblich dann entsprechend gestalten oder anders. Gut, es geht ja auch darum, dass wir hier auch die Preisgrenze nicht sprengen, weil klar, das Ding kostet jetzt 1 Million, geht bei 1 Million los. Der hier, wie er hier steht, was kostet? Dieser kostet also 1.076.000. Inklusive Steuer. Netto. Plus Steuer. Ja. Das heißt, also rund 1,3? Ja, 1,25, aber wir sagen, dass dieses Modell rund für 1,1 bis 1,15 Millionen inklusive Steuer zu haben ist. Gut, super. So, und die ist wahrscheinlich, warum netto, muss man fairerweise dazu sagen, das ist ja, ich sag mal, hier eine internationale Messe, die Mehrwertsteuersätze sind überall anders und ihr habt wahrscheinlich in Ungarn andere Steuersätze wie in Deutschland. Das ist richtig, aber es ist ja grundsätzlich so, wie gesagt, netto, Schweiz ist 7,8, Portugal ist 22% und so weiter. Wir liefern die Fahrzeuge über Deutschland, über die GmbH aus mit 19% und dann wird das entsprechend dann bei Ausfuhr geregelt, da mit dem Zoll. So, hier haben wir ja nur 2,50 Meter Gesamtaußenbreite, aber, oder 55, Shenandoah. Ja. Du musst das, bitte ja, einmal gucken. Alles gut. Das ist quasi ein französisches Bett, aber nicht wirklich, denn es ist ein französisches Doppelbett. 2 Meter. Und der Fernseher ist direkt hier vorne. So, die Verdunklung elektrisch.
Die Seitenfenster lassen sich hier öffnen, gell, auf dieser Seite lassen sich öffnen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, jedes Fenster oder jedes Fenster wird beheizt. Das heißt, wenn die wirklich mal anlaufen sollten, werden die durch unten beheizt. Das ist aber auch so, wenn die Ingenieure haben sich natürlich Gedanken gemacht, dass rechts an dem Fenster dann Temperaturen im Sommer bis zu 80 Grad bei Glas entstehen. Ja. Und wenn wir dann innen jetzt 20 Grad vorheizen, das merkt man ja nicht so an der Temperatur. Dann läuft es an. Dann ist es optimal, dann ist es fein und sauber. Ich mach mal gerade auf hier. So, da kannst du viel aufmachen. Dann haben wir große Kleiderschränke hinter. Da kannst du fast reinklettern. Ja, noch ein Bett. Groß. Peter, tolle Fahrzeuge. Das ist einfach, die zu verkaufen, wenn sie so schön sind? Es dauert nur sehr lange, bis der Kunde kommt rein und ist natürlich schon überrascht. Und wenn wir dann letztendlich mit dem Gespräch fertig sind, dann ist man schon 3 Stunden drin, um das entsprechend auch zu präsentieren. Ne? Ja, das ist ja der Grund, warum wir das Video ein bisschen ausführlicher drehen. Ja. Dann kann sich der Kunde das zu Hause nochmal anschauen oder kommt überhaupt mal auf die Messe mal. Auf die Idee. Das ist übrigens kein schwarzes Teil. Guck mal geradeaus, ein Fernseher. Das könnte ein 50 Zoll sein. 50 Zoll Fernseher, richtig. Ja. 50 Zoll. Schön. Wahnsinn. Aber die Integration des Fernsehers, perfekter geht nicht, Peter. Ja, da haben sich, wie gesagt, die Entwicklung war ja fast, wie Gabo auch sagte, 3 Jahre von dem Fahrzeug. Nur die Entwicklung. Und das heißt, da hat man viel Gehirnschmalz reingesteckt, um das Ganze auch so entsprechend hinzubekommen. So ist es, ja. So sieht das Ganze aus. Ja, wir gehen mal nochmal kurz zurück, dass wir das Ganze sehen. Denn hier vorne, das Fenster lässt du öffnen. Lichttechnik, natürlich alles Bustechnologie mit drin, CAN-Bus gesteuert. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Lass uns das mal sehen. Oh, da kommt schon. Fahrzeug ist belagert, so ist es. Ja. Last but not least mal ein ganz kurzer Blick noch mal hier rein. Wenn du noch mal kurz rausgehst, Shenandoah, dann kann ich es noch mal komplett zeigen. Das Bad ist natürlich ein richtiger Hingucker. Das dunkle Holz, ganz edel, oder? Ja, das ist richtig. Also die Farbnuancen sind so, wenn ich jetzt das dunkle Holz nehme, hell abgesetzt, ist das natürlich wunderschön. Ja, wir gehen mal ganz kurz zurück, dass wir das mal sehen. Wir sind durch, Peter. Ja. Ich bin ganz beeindruckt von dir. Wir gehen mal ganz kurz raus. Die Aufbautür natürlich ganz toll. Und wir werden dann das nächste Fahrzeug nochmal individuell zeigen. Das ist jetzt von einem ungarischen Designer nebenan. Ja, nebenan, das ist ein ungarischer Designer. Da ist eine Seitengarage drin in dem Autotypen, die aber so groß ist, dass ich Quad, Vespa und alles mit reinbekomme. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Neues Produkt auf der Messe. Dembel kommt aus Ungarn. Das Fahrzeug hier bei ca. 1,25 Millionen Euro. Wir sind auf dem Caravan Salon heute am 1. September 2021, großes Kino hier auf der Messe. Wirklich sehr, sehr auffällig. Ich weiß auch gar nicht, nehme ich jetzt den weißen oder nehme ich den dunklen? Was soll ich denn holen? Beide. Ciao. Guten Abend.